Wie schön, dass du da bist und heute nehme ich dich mit zum Wildfärben und zwar mit Pflanzenfarben. Am Wegesrand blühen gerade überall wilde Malven. Ich liebe diese sehr, die Farbe, die ist der absolute Hammer. I love it so much. Und mit diesen Pflanzen gebe ich dir eine kleine Anleitung, wie man mit ganz einfachen Materialien aus dem Garten färben kann. Ich färbe mit dir wie wild und ich zeige dir, wie man auch Seide im Verlauf färbt, wie beispielsweise dieser schöne Schal, mein Kleid, mein genähtes. Und ich gebe dir am Ende des Videos einen spannenden Einblick in das Leben eines Woolhunters. Sei gespannt! Diese Folge, da pocht mein Herz und ich nehme dich jetzt mit zum Malvenpflücken. Mal die wunderschönen Farbtöne, was Indigo herausbringt. Das ist ein blaues Pulver, wobei Indigo ist ein bisschen kompliziert zu färben. Wir machen es halt ganz einfach. Dann kannst du auch mit Avocado, getrockneten Avocadoschalen und mit den Kernen einen ganz schöne Rosé-Töne färben. Du kannst hier mit Zwiebelschalen tolle Gelb Variationen färben. Hier habe ich mal reine Seide gesponnen als Stickgarn. Du kannst hier mit roten Zwiebelschalen ganz, ganz tolle Rot- und Orangetöne hervorzaubern. Du kannst die Kamille im getrockneten Zustand nehmen. Das nehme ich oft, aber im frischen Zustand ist es perfekt und mit Kamille kannst du richtige Goldtöne erzeugen. Dann kannst du auch mit Blauholz und auch mit Sandelholz ganz, ganz tolle Rot- und Orangetöne färben. Und das ist ein Pulver von den Galläpfeln, also von Äpfeln. Und damit kannst du auch ganz toll färben. Und man kann mit Pilzen, mit Flechten, du kannst mit Rinden, also wenn du es mal probierst, mit frischen Rinden vom Stamm, umso frischer die sind, umso besser färben die auch. Und was wir zum Färben noch brauchen, ist Weinsteinsäure. Und zwar sind es die Rückstände des Weines. Vielleicht hast du das schon mal gesehen an einem Weinflaschenboden, so ein Rückstand, also Weinstein. Und das ist Eisensulfat. Mit dem kann man vorhandene Farbnuancen noch verändern. Das zeige ich dir im Rahmen des Färbens. Und natürlich einen großen Kochlöffel. Ich habe hier so einen kleinen Campingkocher und einen alten Emailtopf, so einen Waschtopf und noch was zum Aufhängen. Und wir starten jetzt direkt und zupfen diese Malvenblüten. Zum Färben mit Pflanzen ist es ideal, wenn du Regenwasser verwendest. Auch wenn deine Regenwassertonne das Wasser da drin nicht so optimal sauber ist, wenn wir das jetzt aufkochen. Aber Regenwasser ist ein ganz weiches Wasser, das hat überhaupt keine Säure und gibt ein schöneres Färbergebnis, als wenn du ein Wasser aus dem Wasserhahn nimmst. Das ist der Weinstein und da brauchst du wirklich gar nicht viel. Gib da so ein bisschen rein. Jetzt hier mein großes.
draußen. Kochlöffel? Einmal umrühren. Deswegen ist es auch wichtig, dass das Wasser leicht angewärmt ist, dass sich dieser Weinstein auflöst im warmen Wasser. Ich habe noch naturreine Kaschmirwolle, habe ich noch übrig von einem Projekt. Und ich habe auch so ein ganz dünnes Kaschmirgarn. Das war eigentlich dabei, um den Pullover zuzunähen, aber das ist so fein. Mit dem kann man theoretisch auch sticken, wenn man möchte. Ich habe hier einen Seidenstoff, eine Maulbeerseide, eine Naturseide. Das sind 5 Meter, ganz, ganz fein. Ich habe Rohseide. Vielleicht hast du das noch gar nicht gesehen. Es gibt diese Seidenstränge. Steh mal auf, wenn du das hier siehst. Eine sehr nette Zuschauerin aus der Community, die ich mittlerweile schon habe, die mini kleine My Paradise Garden Community, hat mich gefragt, ob ich mein Oberteil, was ich schon mehrfach getragen habe, ob ich das selbst gehäkelt habe. Und da habe ich gesagt, ja, und ich häkle und stricke. Und sie hat gesagt, Mensch, kannst du nicht mal eine Sendung drüber machen? Deswegen heute fangen wir an mit dem Färben und in der nächsten Sendung nehme ich dich mit ins Spinnen. Und da kann man dann sagen, ja genau, sie spinnt jetzt auch noch. Also Naturseide in Form von Stoff, Kaschmirwolle und hier ist was ganz Besonderes, was ich liebe. Das ist die weichste, weißeste und beste europäische Merino-Wolle. Und diese Merino-Wolle, die kommt aus Südfrankreich. Ich war da schon bei der Schur dabei. Und ich war auch schon beim Almauftrieb im Sommer in die französischen Alpen dabei. Es wird seit Jahrhunderten werden diese Schafe gehalten und im Sommer eben dann in die Alpen aufgetrieben. Und diese Merino-Wolle ist deswegen so besonders. Also das ist eine Bio-Wolle. Es ist auch eine Qualität, die ihr nirgends kaufen könnt. Denn ich habe vor ein paar Jahren einen Woolhunter, einen Wolljäger kennengelernt. Da gibt es nur noch 3 davon in der Art auf der ganzen Welt. Und Michael Dalgrand, ein ganz toller Mann, der 80% des europäischen Kaschmirs importiert und auch eben sich auf Edelhaare und die feinsten Wollvariationen der Welt spezialisiert hat, der ist quasi Händler dieser wunderschönen Bio-Merino-Wolle aus Südfrankreich. Die hat ein eingetragenes Gütesiegel und das muss man sich so vorstellen, dieses Merino-Schaf, wenn es klein ist. Hier sieht man übrigens, das könnt ihr erkennen, das ist eine Locke vom Fell. Und die erste Schur, wenn diese Haare hier noch so zusammen sind, sieht man, dass es die erste Schur war. Und diese erste Schur, man sieht schon, wie weiß dieses Unterhaar ist. Das ist die feinste und weichste Merino-Wolle Europas. Und umso feiner das Haar, umso karger muss das Schaf, eigentlich müssen die Lebensumstände des Schafes sein. Das heißt im Sommer, im Winter extreme Dürre und im Sommer werden die dann auf die Alm aufgetrieben, dass die auch ganz wenig eigentlich zu essen haben. Weil man denkt immer, die beste Wolle kommt aus England und da habe ich mich belehren lassen, weil da so viel regnet, umso satter die Wiesen sind, umso dicker wird auch das Haar des Schafs und umso schlechter wird die Qualität der Wolle. Also die meiste Wolle, die aus England kommt, die wird dann für die Teppichverarbeitung verwendet oder für derbere Dinge wie zum Filzen und so. Aber diese ganz weiche Merino-Wolle, die wird ausschließlich übrigens für die Luxushäuser, die eine transparente Wertschöpfungskette nachgewiesen haben wollen, wird die vorgehalten. Das gibt nur ganz kleine Mengen davon. Dazu gehören die Marken wie Hermes und Burberry und wirklich so die ganz Top-Marken. Die möchten wissen, wo kommt die Wolle her, wo wird sie verarbeitet, wo wird sie gesponnen und wie können wir sie weiterverarbeiten. Und was ich auch färbe, immer wieder gerne für Nähprojekte, das sind alte Leintücher, die ihr auf dem Flohmarkt kaufen könnt. Bei alten Leintüchern ist es so, dass die oft wunderschöne
Lochstickarbeiten haben, wie hier. Das ist handgehäkelt und wunderschöne Lochstickarbeiten. Hier gibt es auch noch ein Kopfkissen dazu. Und das ist wunderbar, um zu färben, was Schönes draus zu nähen. Und Leinen ist für den Sommer perfekt. Und was ich auch mitfärben werde, das sind Windeln. Vielleicht habt ihr welche zu Hause von euren Kindern. Und das ist eine doppelte Windel und ich werde nachher zeigen, was das Geniale an so einer Windel ist. Damit es jetzt hier drin nicht so ein Kuddelmuddel gibt, gehe ich bei dieser Merino-Wolle ein bisschen anders vor. Und zwar, man sieht schon, das ist eine kadierte Wolle, das heißt eine schon gekämmte Wolle in Strängen. Das ist einfach ein Luxusgut schlechthin. Und ich nehme jetzt diese Wolle. Und binde jetzt hier einen Strang zusammen, weil ansonsten bekomme ich das später hier nicht mehr richtig gut auseinander kladöselt. Und auch diese Wolle kommt hier noch rein in die Lauge. Deckel drauf und fertig. A song that I sing in the morning on a perfect holiday. You're like the warmth of the sun on my skin when clouds look gray. You're like the joy of a trip that's coming to a place with ocean view. You're like an old familiar friend when all is new. When all is new, you're like a song that I sing in the morning. Dann siehst du schon, wie sich hier komplett die Farbe ändert in ein tiefes, dunkles Orange anstatt Violett. Und das lassen wir jetzt hier so ein bisschen vor uns her simmern. Und da ja alles ein bisschen ein Experiment ist, nehme ich diese roten Zwiebelschalen. Mache die auch noch zu meinem Sud dazu.
sound of the raindrops drumming on a thirsty summer day. You're like the scent of coffee brewing in the morning. You're like the crackling of a fireplace on a chilly winter night. You're like a cabin made for two while inside is snowing. Just like a movie scene wherever you go. And do you know that I know that you know? Do you know that I know that you know? And when you drop one of your smiles, sort of tears and violence rise. Cause your laughter was the soundtrack of my life. The soundtrack of my life. Like a song that I sing in the morning on a perfect holiday. You're like the warmth of the sun on my skin when clouds look gray. You're like the joy of a trip that's coming to a place with ocean view. You're like an old familiar friend when all is new. When all is new, you're like a song that I sing in the morning.
Gefallen dir die Stoffe und die Garne wild gefärbt? Das würde mich interessieren. Schreib es mir gerne mal in die Kommentare. Und wenn du noch einen Buchtipp suchst zum Thema Färben und noch tiefer in dieses Thema Färben mit Pflanzen ganz natürlich einsteigen möchtest, es gibt ein sehr schönes Buch, das heißt Wild gefärbt. Und was ich da so schön finde, es geht ja um Sommerprojekte, um Herbstprojekte, aber du bekommst auch einen Ratgeber zu Färbepflanzen aus deinem eigenen Garten, was du alles verwenden kannst.
und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und nicht nur, wie man färbt, sondern auch ganz schöne Nähprojekte, was man draus machen kann. Ich finde, dieses Buch ist sehr schön dokumentiert, es ist sehr schön beschrieben, ganz einfach, hat sehr ansprechende Bildwelten und für Anfänger geeignet, wenn du Lust hast, auf eine ganz schöne ästhetische Art und Weise mal in das Thema Färben mit Pflanzen einzusteigen. Am Anfang kann es ja auch nur ein T-Shirt sein, was du färben möchtest, oder ein Sweater oder ein Wollpulli oder irgendwas, was du mal ausprobieren möchtest. Ich kann dir jetzt schon versprechen, wenn man mal damit anfängt, kann man fast nicht mehr damit aufhören. Mir geht es so zumindest. Und die nächste Episode wird spannend, denn ich werde dir zeigen, wie ich aus dieser feinen, im Verlauf gefärbte Merino-Wolle und auch mit den Seitensträngen Wolle spinne und da meine Strick- und Häkelprojekte draus entstehen lasse. Also, es wird spannend, es bleibt spannend. Ich würde mich freuen, wenn ich dich ein bisschen inspirieren konnte. Und wie versprochen, zum Abschluss dieses Films möchte ich dir noch einen Trailer vorstellen, den ich mit meinem Mann produziert habe. Der heißt Das Goldene Vlies und der wird der Woolhunter namens Michael Dalgrande nochmal vorgestellt mit seiner spannenden Arbeit auf der Suche nach den besten Edelhaaren und den besten Wollerzeugnissen, wo er auf der Welt unterwegs ist, was er alles erlebt. Und das Schöne ist, die Filmaufnahmen haben wir selbst gemacht und auch geschnitten. Und es war ein absolutes Erlebnis, in diese fantastische Welt der Edelhaare einzutauchen. Und seitdem hat es mich da ein bisschen gepackt, dieser Virus. Ich liebe es so sehr. Mein Name ist Michael Dalgrande. Ich bin seit 25 Jahren Edelhaarhändler. Das sind Fasern wie Kaschmir, Angora, Mohair oder auch Seide. 7 bis 8 Monate im Jahr bin ich weltweit unterwegs, immer auf der Suche nach den feinsten und besten Fasern dieser Welt. Was mich nach all dieser Zeit immer noch antreibt, ist die Faszination dieses Berufes, die Faszination dieser Fasern. Weil diese Fasern sind an eine Landschaft gebunden, sind mit einer Lebensweise verbunden. Es ist nicht nur die Faser als solche, es ist auch die Menschen und Tiere, die diese Fasern produzieren. Und das ist was total Spannendes. Also ich kann mir keinen schöneren Beruf vorstellen, wie in Gegenden reisen, in der zuvor nicht viele Menschen waren, und Fasern finden, aus denen sich was ganz Tolles produzieren lässt. Als Händler ist man immer Jäger. Man guckt immer, wo kann ich was finden, was besonders ist. In der Alashan-Wüste das feinste Kaschmir oder das feinste Alpaka der Anden oder die weißeste Wolle der Welt auf den Falklandinseln. Ich war vor 5 Jahren in Afghanistan, habe den Norden bereist, bin mit Kaschmirhirten auf 3.500 Meter aufgestiegen. Da steckt schon eine gewisse Abenteuerlust mit dahinter, weil man näher als so kommt man an das tägliche Leben der Menschen nicht heran und damit auch an sein Produkt. Sieht schon fast aus wie Elastan. Für mich ist es interessant und spannend zu sehen, wie leben diese Menschen, wie werden diese Haare produziert, und da ist es mir wert, auch die eine oder andere Beschwerlichkeit auf mich zu nehmen. Ich war da in Regionen, da war mit Sicherheit auch kein Kaschmirhändler vor mir da. Das sind Regionen, da haben die Ziegen ihr Kaschmir verloren und der Wind hat es davon getragen. Das konnte man an den Büschen sammeln, eben wie vor 150 oder 200 Jahren.
Entdecken ist immer mit ein Motivator. Und mitunter stößt man auch auf etwas, was vorher noch keiner gesehen hat, gerade in Zentralasien, zum Beispiel in Kirgisien, den sibirischen Steinbock, der ein sehr feines Unterhaar hat. Ich habe da Muster gesehen, hat mich total fasziniert. Das ist eigentlich das, was mich als Händler umtreibt, zu gucken, wo gibt es die besten Qualitäten, wo ist das was Außerordentliches, was aus der Masse heraussticht. Was ich mache, muss ich leben, sonst könnte ich mit Schrauben handeln oder Plastikgeschirr verkaufen. Ja, es muss Leidenschaft dabei sein. Der typische Griff eines Textilers ist dieser hier. Das bedeutet nicht Geld, sondern es bedeutet, ich fühle die Feinheit. Ja? Und ich kann meine Augen schließen und ich kann irgendwo hingreifen und ich kann dir sagen, wie viel Mikron die Faser hat. Ja? Einfach durch das Fühlen. Was mir wichtig ist, ist so nahe wie möglich an dem zu sein, was ich verkaufe und was ich tue. Natürlich kann man sagen, Wolle ist Wolle, nur das sagt derjenige, der Wolle nicht kennt. Wolle, das ist eine ganze Welt für sich, die ist so umfangreich und so umfassend, das lässt sich in zwei Sätzen gar nicht erklären. Wow, und wenn du bis jetzt durchgeschaut hast, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs Teilen, fürs Abonnieren. Nächste Woche spinne ich tatsächlich, darf ich mal richtig losspinnen. Und ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Deine Ines. PS, schreib mir gerne mal in die Kommentare, ob du schon gefärbt hast mit Pflanzen.